So, ich rechne ehrlich gesagt damit, dass mir jetzt gleich wieder ein Hunter in die Fresse gesprungen kommt. Denn das war ja vorhin auch schon so. Okay, niemand. Gut. Dann gehen wir einfach unbehelligt wieder rüber. Habe ich auch nichts gegen. Also es ist nicht so, als bräuchte ich jetzt unbedingt Gegner hier. Es sind auch keine neuen Spinnen dazugekommen. Sehr schön. Der Hausmeister ist immer noch faul. Der macht nur das Nötigste. Tote Körper wegschleppen und dann ist auch gut. Vielleicht noch die Blutlachen auf dem Boden wegwischen. Wobei es schon eine Meisterleistung ist, das Gesabber von den Spinnen wegzuwischen, aber die Spinnweben dabei ganz zu lassen. Das ist eine Kunst für sich. Und jetzt habe ich das grüne Kraut drüben stehen. Na gut, was soll's. Scheiße ich jetzt mal drauf. Wir wissen, dass es existiert. Nein, es war... Ach, chill. Wir wissen, dass es existiert, das reicht. Zur Not können wir es uns wiederholen. Vielleicht mache ich das am Ende der Aufnahme, wenn ich denn dran denken sollte. Ach, was mache ich denn? So. Das hier runter. Die Kurbel wieder rein. Die, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Und die Zylinderröhre, das ist das Einzige, was wir mitnehmen. Schauen wir mal, ob das eine gute Entscheidung ist. Wir werden es sehen. Okay. Kommt hier keiner? Gut. Ich würde es auch nicht wundern, wenn hier nochmal jemand auftauchen würde, auch wenn ich hier schon die Viecher weggeräumt habe. Aber wer weiß, welche Schandtaten die sich hier ausgedacht haben, zu welchen Schandtaten die hier bereit sind. Gut, vielleicht triggere ich ja jetzt auch, dass irgendwas kommt, wenn ich hier dran gehe. Was war es? 4, 2, 3, 1, ne? Wahrscheinlich muss ich gleich hier unten drücken. Eine Reihe blinkender Knöpfe, einen davon drücken, ja bitte. Welchen Knopf drücken? Die 4, die 2, die 3 und die 1. Äußerst schweres Rätsel. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Ach, für diesen Aufzug. Ach so. Das muss mir doch jemand sagen, dass das ein Aufzug ist. Ich dachte, da ist ein Loch, eine Grube. Gut. Haben wir also jetzt Spaß in einem neuen Bereich. Es geht weiter nach unten. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ich tippe auf noch schrecklichere Monster als vorher, um ehrlich zu sein. Klingt gesund. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Barry, du bist super. Es ist ein Traum. Irgendein seltsames Geräusch, das nebenbei bemerkt auch einfach ein Zombie sein könnte. Und Barry, der riesige Kerl mit der fetten Wumme in der Hand, sagt, Jill, geh du doch mal bitte nachschauen, ich traue mich nicht. Ich sichere den Fluchtweg ab. Das ist immer das Synonym für, ich bin ein übster Schisser und traue mich nicht hinzugehen. So, komm, lass mal ein grünes Kraut doch mit einsacken. Aber ich habe keins mehr. Ach doch. Barry ist großartig und ich sehe schon, da geht eine Leiter noch weiter runter. Na super. Wir probieren aber erstmal die Tür auf der Ebene aus. So, Moment. Erst einmal kurz da drüben geschaut. Da habe ich nämlich noch keinen Blick hingeworfen. Liegt hier noch irgendwas? Nee, ne? Nein. Alles klar. Na dann schauen wir mal, wer da so große Atemprobleme hat. Klang eigentlich wie eine Zombie-Frau, würde ich sagen. Oder wie unser Buckliger. Der klang auch so, würde ich denken. Buckliger? Bist du es?
Hallo? Ich traue mich nicht weiterzugehen. Ich wende mich schon mal zum Gehen. Ich glaube, das ist... Ja, das ist der Bucklige. Hallo? Bucklige? Kommst du? Wie geht's? Schönen Tag gehabt? Du warst auch schon mal schneller, ne? Komm mit. Barry hat sicherlich was für dich. Der will sich bestimmt um dich kümmern. Ein hübsches Antlitz. So. Barry, mach die Mumme klar. Was? Willst du mich verarschen, Alter? Das hast du jetzt nicht gemacht. Du hast mich jetzt nicht mit dem Buckligen allein gelassen. Oh, Typ. Das ist doch nicht dein Ernst. Na, dankeschön. Buckelmann? Freunde? Wo ist er denn? Buckelmann? Bist du noch da? Klingt so. Moment, geht's ja eigentlich weiter? Oh ja, es geht weiter. Da ist eine verschlossene Tür und eine offene. So, von wo kommt er denn? Von links, oder? Ich glaube schon. Nein, von rechts. Natürlich. Okay, aber er ist so langsam, dass ich, glaube ich, keine Sorge vor ihm zu haben brauche. Mal kurz schauen. Hier hinten ist die Tür, die zu ist. Wir schauen noch mal kurz. Eine Art mechanischer Haken. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Okay. Die Tür ist verschlossen. Nein, tatsächlich. Buckelmann? Ah, er ist da. So, da sind wir wieder und meine Technik hat mir gerade einen riesen Schrecken eingejagt, weil die Aufnahme einfach mal mittendrin abgebrochen ist und ich dann feststellen musste, aus irgendeinem Grund erkennt mein Computer meine externe Festplatte nicht mehr. Und das hätte nicht bloß bedeutet, dass die Aufnahme hier im Arsch ist, sondern dass alle Projekte, die derzeit laufen, gefährdet sind. Aber ich verliere gleich mal ein paar Worte mehr dazu. Erstmal betätigen wir kurz den Hebel, um zu sehen, ah, da kommt was aus der Wand, das wir bedienen können, nämlich, also wo wir was drauf tun können, und zwar zwei Haken. Wir gehen aber erstmal hier drüben in diesen Raum, in diesen kleinen rein, den wir hier finden. Ich habe das jetzt natürlich schon gemacht gehabt, aber es ist nicht viel, was ich schon gespielt habe, wo ihr nicht dabei wart. So, und da haben wir auch mal ein bisschen Ruhe, denn hierher kommt uns der Bucklige nicht hinterher. Und zwar hat aus irgendeinem Grund das Ding meine externe Festplatte gerade nicht mehr erkannt. Und das Problem dabei wäre gewesen, dann wären sämtliche laufende Projekte gefährdet gewesen, weil ich alle meine Videos, die ich besitze, auf dieser externen Festplatte habe. Das ist einfach so viel Speicherplatz, dass ich das nicht auf meinen Laptop, auf meinen Computer draufpacken könnte. Dann, also meine Festplatte ist so schon fast voll auf dem Computer, sind glaube ich bloß 17 GB frei oder so. Und die Videos alle zusammen, die sind fast 1 TB groß mittlerweile. Also alles das Gerenderte, alles was ungerendert ist, das ist sowieso viel zu groß, das fliegt immer weg, nachdem ich es gerendert habe. Und dementsprechend wären alle Videos weg gewesen, auch die, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und das würde auch bedeuten, Spiele, die ich schon teilweise abgeschlossen habe, die werden dann jetzt weg. Ja, und auch die, die ich noch nicht abgeschlossen habe, da hätte ich halt bis hierhin nochmal wieder neu spielen dürfen. Wenn ich nicht gerade zufälligerweise noch einen Speicherstand habe von der Stelle vorher. Egal. Ich habe dann mal einen Neustart gemacht und dann ging es zum Glück wieder alles. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Wir sehen schon, die Kiste, die ist irgendwie so richtig formschön davor hingestellt. Und der Aufzug, der passt von der Größe her einfach. Deswegen schieben wir das einfach mal hier drauf. Und testen mal, was passiert, wenn wir hier das Ganze bedienen. So, drück einfach mal drauf. Und der Aufzug bewegt sich schwankend in Richtung Start. Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal wieder auf Verdacht dorthin zurückbegeben. Und werden uns dort mal umschauen. So, das heißt, nochmal am Buckligen vorbei. Und nochmal zurück zum Anfang. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ich meine, der Kerl, man sollte sich ihm nicht entgegenstellen. Aber es ist nicht schwer, ihm auszuweichen. So, ich weiß bloß nicht, wie rum ich jetzt gehen muss hier. Haha, das war gerade falsch rum.
Ich glaube, ich entscheide mich immer gerade für die falsche Richtung. Gut. Dann gehen wir mal hin zurück. Und da hatten wir ja noch eine Leiter, die wir noch gar nicht getestet hatten, wo die hinführt. Denn die Leiter, die führt nicht in ein neues Stockwerk, nicht direkt, sondern wir bleiben im selben Raum dort. Allerdings sind wir so eine halbe Ebene tiefer sozusagen. So. Barry, du Arsch. Das werde ich dir nicht verzeihen. Habe ich eigentlich irgendwas im Inventar, was ich nicht brauche? Nö. Sieht gut aus. Diesmal habe ich übrigens an das grüne Kraut gedacht, das ich habe stehen lassen vorhin. So, und dann begeben wir uns mal hier runter über die Leiter. Und werden feststellen, unser Aufzug ist hier. Mit Kiste. Und diese Kiste brauchen wir nun. Auch wenn wir es noch nicht wissen so richtig. Denn hier gibt es was zum Spielen. Ein Müllschlucker. Wenn wir auf den Schalter drücken, kommt die Presse raus. Gut, es macht eigentlich keinen Sinn. Niemand weiß, warum wir das tun sollten. Aber da wir die Möglichkeit haben, die Müllpresse zu benutzen, machen wir das einfach mal. Auf Verdacht. Deswegen schieben wir die Kiste dort rein und werden die mal kurzerhand zerpressen. Weil man das so macht, wenn man einen Müllschlucker hat, sollte man ihm auch was zu futtern geben. Ist doch ganz logisch. Gut, aber ich meine, hier im Spencer-Anwesen plus umliegende Räumlichkeiten ist sowieso einiges nicht so ganz logisch. Also warum da irgendwelche Schlüssel hinter irgendwelchen Rätseln versteckt sind und so weiter, erschließt sich einem nicht so ganz. So, und auch in diesem Fall ist es von ähnlicher Natur. Wenn wir die Kiste hier einfach, weil wir es können, sie mal zerquetschen, stellen wir fest, da ist was drin, was wir gebrauchen können, ohne dass wir es wussten. Und das, Freunde, ist ein Flammenwerfer. Dummerweise haben wir ihn durch die kleine Pressaktion gerade zerstört. Ein defekter Flammenwerfer, den nehmen wir mit. Können ihn uns noch kurz anschauen. Ja, der hat einen kleinen Knick, ne? Wie wir sehen. Die Düse ist kaputt, er kann nicht benutzt werden. Das hast du super gemacht, Jill. Hättest du die Kiste mal einfach, keine Ahnung, mit einem Brecheisen oder so aufgemacht. Auch wenn du gerade keins zur Hand hast, aber irgendwo wird sich schon eins finden lassen. So, und dann können wir auch ganz gemütlich wieder zurückgehen. Und wir haben ja gesehen, da gibt es zwei Haken, die aus der Wand kommen. Die haben zufälligerweise gerade die Größe für den Flammenwerfer. Deswegen werden wir einfach mal probieren, den Flammenwerfer dort einzuhängen. Was das für einen Sinn macht, keine Ahnung. Aber, naja, es geht. Und deswegen machen wir es. Diesmal müssen wir bloß wirklich schauen, von wo der Bucklige kommt. Denn dem müssen wir nach Möglichkeit die richtige Richtung jetzt vorgeben. Wäre schön, wenn du von links kommst. Ja, das ist sehr gut. Folg mir mal. Folge mir unauffällig. Und sobald er zu sehen ist, werde ich mal den Hebel bedienen, damit wir dann freie Bahn haben, um darüber gehen zu können. Ja komm, zier dich nicht so. Ich bin noch eine Hübsche. So, brauchst dich noch nicht zieren vor mir. Einmal den Hebel umgelegt. Denn wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit das Ding nicht wieder einfährt. Und wo ist denn hier die Tür? Und dann werden wir mal den Flammenwerfer draufbeuteln dort. Ach hier. Geht das schon? Ah, stehe nicht richtig davor. Natürlich. So, jetzt aber. Wenn sie etwas Besonderes daran hängen. So, wir müssen ihm ein besonderes Geschenk machen. So, diesmal klappt's. Flammenwerfer drauf. Und schon öffnet sich die Tür. Sesam, öffne dich. Gut, wir müssen jetzt einen neuen Weg nach draußen suchen. Dank Barry, dem alten Arsch. Okay, das sieht aber auch nicht wirklich aus, als ob wir groß weiterkommen würden. Okay, wir müssen die Tür gar nicht aufmachen. Okay. Das sieht irgendwie aus, als ob wir wieder ins Spencer-Anwesen zurückgekommen sind. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Also für mich sehen die Kerzen noch ziemlich brennend aus. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Ja, kennen wir schon. Ich dachte vielleicht, dass die auf dem Boden was Besonderes ist, aber nein. Ich nehme mal an, das wird wohl hier der Aufenthaltsraum unseres Buckligen sein, oder? Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Ja, hier hängt auch schon wieder ein bisschen Metall an der Wand. Die Puppensammlung kennen wir schon. So, was haben wir denn hier? Gibt es hier überhaupt irgendwas Interessantes? Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen, das wissen wir auch bereits. Hm.
Gehen wir mal hier hinten rum. Ach, hier. Okay. Moment, ich will noch kurz auf die Karte schauen. Ach, das hat es gerade noch gar nicht angezeigt, dass es hier weitergeht. Oh nein, Schlangen, wirklich. Gut, dass Jill ziemlich schnell durch das Wasser laufen kann. Ich will sehen, wie sie das macht. So, kommen die mir nach? Nee. Gut, die bleiben im Wasser, das ist schön. Das sieht aus wie ein Familienfoto. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Mutter und Tochter. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Aha. Dieses Bett ist noch warm. Wahrscheinlich hat der Bucklige vor kurzem ein Schläfchen gehalten. Den Dolch nehmen wir natürlich gern mit. Oh. Schmuckkasten mitnehmen, natürlich. Ein weiteres Schmuckkästchen für Jill. Schauen wir uns mal an. So. Irgendeine Nachricht. Ach, das kann man einfach so aufmachen. Gut. Sie haben folgendes. Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor Virus. Virus. Verzeihung. Progenitor Virus verabreicht. 10. November 67. Jessica. Virus Typ A. Plasmose des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert. 30. November 67. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 67. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 67. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, damit, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 7. 1907. Okay. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ach, sag bloß. Das erklärt gerade einiges. Also, die Mami, weil vier Steine, kann Mami im Kasten nicht sehen. Das war der Zombie, den wir befreit haben aus dem Sarg, der durch die Masken gesichert war. Und ich glaube, unser Buckliger ist kein Buckliger, sondern eine Bucklige. Denn, wenn wir nochmal kurz zurückschauen, haben wir Jessica, das war die Mutter von Lisa, die ist eliminiert worden. Allerdings scheint offenbar das Virus im Nachhinein noch gewirkt zu haben, nachdem sie in den Sarg eingepackt und dann festgekettet wurde. Wahrscheinlicherweise war Typ A einfach noch ein Virus mit einer sehr langen Inkubationszeit. Lisa, vermute ich, wird unser Buckliger sein. Das war ja der einzige erfolgreiche Versuch. Und George, von dem haben wir auch schon Nachrichten gefunden, das war der Erbauer des Anwesens, des Spencer-Anwesens. Und er hat ja betrauert seine Familie in einem anderen Artikel, oder in einem anderen Tagebuch, das wir in dem Loch gefunden hatten, glaube ich. Und er wird wahrscheinlich einfach so getötet worden sein. Und das im Hintergrund, das sind die drei wahrscheinlich. Also ganz rechts ist unser roter Zombie, den wir platt gemacht haben. Links ist George und in der Mitte ist der Bucklige. Oder die Bucklige. Ganz wie man es will. Das ist ziemlich traurig und das erklärt auch, warum der Bucklige eine ziemlich frauliche Stimme hat, weil es eine Frau ist. So. Quasimodo ist also eine Quasimoda. Wer hätte das gedacht? Gut, hier hinten haben wir ein grünes Kraut, das nehmen wir mit. Eine Reihe verbitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten.
So, wir nehmen bloß das Kraut mit hier. Gut. Und dann schauen wir mal, wo die Leiter uns hinführen wird. Bitte in Freiheit. Ich möchte jetzt gerade nicht gegen Lisa kämpfen. Können wir später machen, beziehungsweise müssen wir bestimmt später machen. Ich sehe es schon kommen. Oh, sehr gut. Wir sind in der Hütte. Und jetzt erklärt sich auch, was das dort für ein Loch war. Liegt hier was auf dem Boden? Nee. Und theoretischerweise dürfte unsere kleine Bucklige uns ja jetzt nicht behelligen gerade. Denn die ist ja noch unten. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich werde... mal wieder ein bisschen rumräumen müssen. Oh, wir haben so viel Heilzeug, Leute. Wir haben so viel Heilzeug. Das ist Wahnsinn. Wir kommen schon wieder an die leeren Flaschen unten ran. Gut, ich weiß nicht, ob wir diesen Kranz da gebrauchen können. Ich behalte ihn mal im Inventar. Mir fällt gerade nur ein Gegenstand ein, der eine ähnliche Form hatte. Und zu dem will ich gleich mal gehen. So, aber wir verabschieden uns mal ganz schnell von hier, aus diesem Raum. Ich möchte so viel Abstand wie möglich zur Buckligen gewinnen. Und wenn mir Barry wieder in die Finger kommen sollte, dann gibt's aber ein großes Donnerwetter.